So, es ist Frühling draußen. Überall blüht es und überall sprießen die Blumen hervor. Und da, wo es noch nicht sprießt, da muss schnell nachgeholfen werden. Heute machen wir Seed Bombs. Dazu benötigen wir Erde, Tonerde, es geht auch Heilerde. Ich habe Tonerdestreu benutzt. Das kriegt man im ganz normalen Einkaufsladen. Und das steht auch dabei, ungiftig für Mensch und Tier und ist vollständig biologisch abbaubar. Das ist also richtig gut. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Samen. Da haben wir Ringelblumensamen. Sehen so aus. Und hinten auf der Verpackung steht auch immer drauf, von wann bis wann sie ausgesät werden müssen. Da sehen wir, April bis Mai ist die Freilandsaat Klatschmohn. Da haben wir die Samen. So sieht er aus. Und auch hier April bis Juni Aussaat. Dann habe ich noch Tagetes. Die sehen aus wie so kleine Stachelschweine. Die Samen, nicht die Blumen. Die Blumen sehen so aus. Und auch hier steht dabei Freiland März bis Mai. Da sind wir also noch voll gut dabei. So, und noch ein paar bunte Blumensamen. Hier heißt es Singvogelmischung. Ist von April bis Juli zum Aussehen gedacht. Dann brauchen wir natürlich noch Wasser, eine Extraschüssel und einen Löffel und eine Serviette. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Als erstes nehmen wir unsere Schüssel und dann nehmen wir mit dem Löffel so 5 bis 6 große Esslöffel mit Erde. Das ist ganz wichtig, dass das torffreie Erde ist. Das ist für unsere Umwelt etwas gesünder und auch für den Torfanbau. Dann nehmen wir von der Tonerde auch so 3 gut gehäufte Esslöffel plus minus. Genau, das Ganze wird dann schön vermengt. Ja, dass es eine ja, graue Masse gibt und da merkt man auch schon, dass die Tonerde so ein bisschen wie so ein Kleister fungiert. Und wenn man merkt, es ist zu viel Tonerde, kann man auch nochmal so ein ganz klein bisschen Erde nachgeben. Genau, das Ganze gut durchmischen und dann können wir mit den Samen auch schon anfangen. Ist quasi wie so ein kleines Buffet. Wir können im Prinzip verschiedene Samen nehmen, auch da nur zu wissen, was die Aussaatbedingungen sind. Genau von den großen, von diesen Samen, von dieser bunten Mischung, da kann man schon einen guten, ordentlichen Esslöffel nehmen und auch einfach mit reinstreuen. Das sind so verschiedene Wildblumensamen. Genau. Das Ganze wird dann auch nochmal gut durchknetet. Ihr seht, es muss viel geknetet und gemischt werden. Und dann kommt das Wasser dazu. Genau. Am besten schluckweise, damit das nicht zu nass wird. Genau, erstmal ausprobieren, alles gut verkneten und wenn ihr merkt, es ist zu trocken, noch ein bisschen Wasser reingeben. Und falls das zu viel Wasser war, einfach mit Erde wieder auffüllen und gucken, dass es so einen guten Teig gibt, ja, von der Konsistenz. Genau, das Ganze wird dann ein bisschen in der Hand gerollt, wie so eine Knete oder wie so ein Teig eben. Und dann haben wir eine große Seedbomb, die ist natürlich viel zu groß. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hingehen und kleine Stücke abmachen und die rollen wir dann in den Handflächen. Genau, und ihr seht, aus so einer großen Seedbomb lassen sich also einige Seedbombs herstellen. Die Samenbomben sollten so etwa 3 cm groß sein, weil wir müssen ja auch dran denken, dass in jeder Seedbomb Pflanzen drin sind und die brauchen natürlich auch ihren Platz draußen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Die Seedbombs müssen jetzt noch durchtrocknen. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die in Eierkartons reinlegt und auf die Fensterbank stellt, dann trocknen die gut durch. In 3, 4 Tagen vielleicht sollten die ja schon richtig hart sein und dann wisst ihr, jetzt sind sie bereit, ausgesät zu werden. Und dann könnt ihr die beim nächsten Spaziergang einfach mal mitnehmen und am Wegesrand mal fallen lassen und beobachten, was in den nächsten 2, 3 Wochen vielleicht aus ihnen hervorkommt. Und vielleicht erkennt ihr sogar eine von euren Blumen ja wieder. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Seedbombs und bis bald.